sollen wir es vielleicht doch einfach nur reinschieben. Ja. Langweilig, aber es funktioniert. Achtung, Ellie. Ah, ich seh's. Was? Ich kann keine Boxen auf dich schmeißen? Nö. Oh, oh. Keinen Spaß in dem Spiel, ey. Bling, bling, plingeling, 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 plingeling. So, und wo jetzt hin? Da hinten. Sucherwart vielleicht? Oder brauchst keine Ressourcen mehr? So, doch. So, jetzt aber. Go? Oder? Jo, jo, jo. Hab den Kram nochmal eingesammelt. Hi! Fettsäcke! Und hinter dir ist ein Mistvieh. Was? Ja. Hallo. Ah! Ab! Böses Teil. Okay, ich habe mich ziemlich schnell meine WL-Pack durchgebrannt, merke ich gerade. Hm, hab auch nur noch die großen. Selbst die sind bei mir schon weg. Hoffentlich haben wir eine Bench. Das haben wir auch gesehen. Der Schlag ist irgendwo da unten, sucht weiter! Kacke! Dennis Shuttles fliegen Kacke. In der Gegenpatrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht blicken! Warum denn nicht? Ah, okay, hoch. Oder wollen wir mal runterschauen? Vielleicht. Wollen wir? Ja. Das Teil schaut. Ah, okay, ja, wir wollen. Wo ist der hin? Labyrinth. Ich glaube, wir müssen das Shuttle abhängen. Jo, ich lauf hier lang, du läufst woanders lang. Hast eine Box schon. Gefunden. Ich höre dich, okay. Ja. Ja, und nun? Alles zu, oder was? Sobald ich gesehen habe. Oh. Gab's ja noch einen zweiten Weg. Mhm. Hier ist Licht, es muss richtig sein. Warum ist da drüben eine Leiter? Gute Frage. Ne, ist das vielleicht hier die Stelle, wo wir hochgeklettert sind ursprünglich? Und hat es aus mysteriösen Gründen wieder entstanden? Keine Ahnung, es kommt mir so bekannt vor. Vielleicht doch oben lang? Hm, müssen wir wohl. Warum gibt es dieses Bereich, ja, das Bereich, ist ja richtig. Da ist das Shuttle. Ah. Oh. Wo denn? Ein Mongo. Warum kann ich mich hier ducken? Rennen wir durch? Wo ist der? Da ist der! Wo ist der? Das hörst du? Bei mir ist ja gar nichts mehr. Hey! Rennen wir durch. Viele, viele bunte Smarties. Ich habe keine Ahnung, warum ich das sage. Hier ist eine Tür. Mhm. Schon rein, okay. Ja, ja, ja.
Autsch. Aha. Scheiß Shuttle. Was? Genau, da hinten irgendwo. Bezahlung abfangen, ja. Nee. Oh. Hi. Okay, das war mir recht sein. Die sind aber auch. Ja, schnell. Oh, lauter solche Mistviecher, ey. Ja. Leicht crunchy im Abgang, aber. Gut. Was so sagen will. Botsch. Was siehst du? Ja, bei den Kisten. Muss ich hier nochmal zurückrennen? Du kannst auch auf Ressourcen verzichten. Biolabor. So, hatten wir denn jetzt hier bisher alles? Jo. Fehlt nur noch eins. Gut. Yay. So. Schatz, ich bin zu Hause. Nee. Erstmal Medifax bauen. Das sollte eine Weile reichen. Jo. Dürfte ich so viel sein, wie ich am Anfang hatte. Oh! Hallo, Zinnsoldat. Was ist los? Wovor hast du Angst? Hi. Er wartet auf dich. Alles okay? Ja, es ist nur... Hier ist was, was ich mir ansehen muss. Warum war das gerade so schlecht vertont? Was für so schlecht vertont? Was hast du nur gehört? Keine Ahnung, das war so komplett rauschig und Ja, das ist wieder eine von diesen Paramissionen. Deswegen überlege ich gerade, machen wir die vielleicht doch oder nicht oder keine Ahnung. Nicht? Oh. Schade eigentlich. Die scheinen doch recht interessant zu sein. Aber gut. Was habe ich da eigentlich bei dir aufgehoben? Hä? Ich habe da irgendwas aufgehoben am Anfang. Was war das bei dir? Keine Ahnung. Okay. Biologie-Sektor. Das heißt, wir müssen nochmal Biologie. Naja. Da hinten jetzt, okay. Nee, da waren wir schon. Hä? Keine Ahnung. Eine andere Tür, oder? Nee, das ist gleich. Ja, der steht doch neben mir.
Nee, das ist was anderes jetzt. Hier waren wir noch nicht, nein. Sieht lecker aus. Ein Engel. Ja, dann spiel doch ab. Dr. Earl Serrano Status Update. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Kodex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der lang ersehnte Durchbruch wird. Da lebt irgendwas. Was ist denn die? Headcrab. Ja. Keine Sinn, was ist die? Okay. The fuck war das? Mir hat einfach einen Kopf zerrissen. Bist du so in vielen Kragen gekrochen oder so? Ich hab keine Ahnung. Was? Muss die Dinger zerschießen. Welche Dinger? Fast schon, jetzt ist tot. Ja, da waren so Tentakelteile. Ein Alien-Artefakt. Hey, schaut voll cool aus. Ja, technisch. Yay. So, und wo ist jetzt unser Scheibchen? Hier. Yeah. Schalter. Okay, das sah aus wie der Ausgang. Mach du mal. Perfekt. Ui. Kannst du mal nicht und so? Warte mal. Was? Das wird blockiert von der Scheibe, oder? Ja. Krieg ich von hinten. Arsch. Wieder von hinten. Oh nein, das Viech ist vorbeigekommen. Das muss blockiert werden. Oh. Gute Güte. Ding hin. Da. Nee, hier. Jo. Nein. Eins. Okay, das ist das letzte Stück. Gut, kommst du dann jetzt zurück? Ja, bin bald da. Schon richtig, oder? Ja, ja. Ist der Ausgang. Ja. Rechts. Ja, kommt mal auf. Ach, es wäre die Gummizelle, ja. Ja, ja. So, aber den Codex ja gleich fertig. Schon mal gut.
ja. Oh, kein Stress, Hans, Alter. Dekontamination wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Hallo. Okay, dann hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit, was immer das hier ist. Aha. War so klar. Müssen wir sortieren. Mal schauen, also das sieht definitiv nach Füßen aus, auch wenn es drei sind. Mal das erstmal rausfinden, wie das geht. Ah, okay. Ganz einfach. Okay, also, welcher Teil ist der Kopf? Nein, wir fangen mit den Füßen an. Das sieht richtig aus. Denke ich. Nein, daneben. Okay, das sieht aus wie, naja, so eine Art... Na, ist nur ein Klumpen. Was soll er das je zusammensetzen? Das muss doch irgendwie gehen. Nee, das ist... Das Teil... Ah. Muss halt darauf achten, was da abgeschnitten ist. Du stehst mal im Bild. Danke. Daneben. Okay, ich glaube, irgendwas bildet sich hier. Ja. Kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fügt sich zusammen. Aha. Das ist die Mitte. Das scheint der Kopf zu sein. Weiter rüber. Montage komplett. Für Codex-Initialisierung bitte warten. Mal sehen, was wir hier haben. Schaut der aus. Mhm. Na, auf geht's. Hm? Was, wie, was, wo? Ich hab hier. Ja. Ja. Ah, okay. Und da ist sie. Rosetta. Wo ist ihr Gesicht? Sie hat kein Gesicht. Es ist nicht mal eine Sie, sondern ein S. Rosetta ist ein Alien. Was? Was soll das heißen? Das heißt, dass sie ein Alien-Hirn genutzt haben, um die Geheimnisse der Alien-Maschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Ja. The fuck? Gut, saugt halt alles auf. Okay. Oh nein. Nein, wir haben alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marker. Die Aliens haben die Marker gefunden, wie wir, und es breitete sich aus. Es verzehrte sie es. Zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott. Der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf. Und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall. Wo die Marker sich ausgebreitet haben. Okay.
Und das ist... Das ist der Schlüssel, um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein, er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danik. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Alle raus hier! Wir haben was gebraucht! Leute! So ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem! Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nie mehr raus! Ja, Vorsicht, Vorsicht! Du bremst! Los, ich bin direkt hinter dir! Autsch! Nein, hier geht's nicht weiter. Warum renne ich eigentlich? Wir haben Zeit. Anscheinend nicht, nein. Ach, wir haben Zeit. Denke nicht. Ah,